Wir verteilen heute fair gehandelte und fair produzierte Rosen im Saalfelder Innenstadtbereich, weil wir hier eine schöne Möglichkeit gesehen haben, zum Internationalen Frauentag die Nachhaltigkeit auch mehr in den Fokus zu rücken und eben über diese fair produzierten, fair gehandelten Blumen die beiden Themen miteinander zu verknüpfen und so auch unserer Aufgabe gerecht werden, in Saalfeld für eine Weltthemen, wie man sie nennt, eine gewisse Öffentlichkeit zu schaffen. Wir sind derzeit in der Bewerbungsphase zur Fairtrade Town und da fehlen aktuell noch 3 Gastronomen und eine Schule, die sich daran beteiligen können bzw. sollen, um die Kriterien gänzlich zu erfüllen. Würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn sich Gastronomen bewerben, sich an uns wenden. 2 Produkte sollten mindestens im Sortiment sein und bei den Schulen kommen dann noch Aktionen, Maßnahmen, Projekte hinzu, die die eine Weltaktivitäten in der Schule belegen sollen. Wenn man sich beteiligen oder engagieren möchte im Rahmen der Fairtrade-Bewerbung Saalfelds, dann gerne an mich wenden, David Theobald, ein Mitarbeiter des Büro des Bürgermeisters.